Grüß euch. Kann ja denn jeder im Raum mit diesen grundlegenden Pranayama-Techniken was anfangen? Kapalabhati, die Wechselatmung und okay, grundlegend wäre das jetzt nicht, aber den Blasebalg, Bastrika, seid ihr alle vertraut? Ist das denn bekannt? Ja, okay. Dann warten wir noch auf die letzten Teilnehmer dann. Und wenn ihr dann euren Platz gefunden habt, gerne die Augen schließen, damit die Sinne nach innen gewendet werden können. Schafft bitte eine gute Basis, eine gute Erdung, Verankerung mit eurem Gesäß und Auflageflächenpunkte. Und indem ihr mit der Einatmung die Sitzbeine, das Gesäß sozusagen nach unten drückt, strebt mit dem Oberhaupt nach oben dann. Die Hände gerne in Namaste, in Anjali Mudra vor euer Brustbein. Und die Pranayama-Stunde jemanden widmen können. Kannst du innerlich für dich ein Om erklingen lassen? Und dann mit der Ausatmung die Hände einfach wiederum platzieren, wie genehm. Und lasst uns beginnen mit Kapalabhati, erste Runde. Bitte entleere die Lungen vollständig. Füll die Lungen, einatmen und ausatmen, bequem ein, beginne. Hams, 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 und ausatmen. Entleere die Lungen vollständig. Schau durch die Runde, die meisten stützen sich ab mit einer leichten Rundung der Druckzuglänge und die Rundung, um dann die Bauchdecke vermehrt einziehen zu können, nach oben zu bringen. Dann kannst du mit diesen angehalteten Lungen, nenne ich sie mal, nochmal einatmen, nochmal richtig hochziehen. Dann stelle ich fest, die meisten am Aufrichten atmen zwischen und gehen dann weiter in die zweite Anhaltephase. Dann setz bitte einen Wurzelverschluss und lege die Aufmerksamkeit in deinen Bauchraum bzw. hinter dem Nabel. Dort erforschen und Energien bündeln. Wenn dann der Impuls zum Ausatmen kommt, kannst du das Bandal lösen und wiederum ausatmen, Zwischenatem. Manchen hier im Raum würde ich empfehlen, einen Fersensitz einzunehmen anstelle von einem kreuzbeinigen Sitz, weil dieses gekrümmte Sitzen, da kann dein Zwerchfell nicht mitschwingen und der Unterrücken ist so auf Dauer auch sehr angestrengt.
Vielleicht ist da der Fersensitz eine bessere Wahl. So, dann stelle ich fest, dass einige hier im Raum vorausrennen, indem sie einfach jetzt selbstständig Kapalabhati praktizieren. Kann man machen, ne? Ich steige dann ein, wenn es okay ist. Bitte füll die Lungen, einatmen und ausatmen, bequem ein, beginne. Ausatmen. Entleere bitte deine Lungen vollständig. Es ist der Druck, es ist lang, es ist der Sog. Und unter diesem Sog vor, zurück und hoch, vor, zurück und hoch. Vielleicht gelingt es dir auch, den linken Bauchmuskelanteil zu aktivieren. Dann nach rechts rüber ploppen, dann wieder links, rechts kreisen lassen, links, rechts herum, das Nauli nennen. Okay. Ich persönlich finde es sehr anspruchsvoll im Sitzen. Vielleicht gelingt dir das. Dann bitte fahre fort in die zweite Anhaltephase mit oder ohne Zwischenatem. Gerne auch die Lungen vollständig gefüllt. Dann sanfter Wurzelverschluss und die Vorstellung, Energie hinter deinem Bauchnabel nach unten zu ziehen. An den Eingang der Sushumna-Dammbereich. Wenn das Signal zum Ausatmen kommt, dieses Bandha lösen und dann ausatmen zwischen Atem. Dann werde dir deiner Sitzbeinhöcker bewusst. Lass mal bitte die Sitzbeinhöcker weit und versuche mal vorne dein Schambein Richtung hinten Steißbein zu ziehen. Beziehungsweise dein Steißbein hinten vorne Richtung Schambein zu ziehen. Diesen mittleren, unteren Strang der Beckenbodenmuskulatur zu aktivieren. Die Sitzbeinhöcker eher weit lassen und eine Pumpbewegung machen. Nenn das heute mal dein Mula Bandha und das, was du an Aktion machst, dann Ashwini Mudra. Okay, dann dritte Runde. Bitte füll die Lungen, einatmen. Und ausatmen, bequem ein, beginne. Amma, 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 amma.
Und ausatmen, entleere die Lungen vollständig und innehalten. Dann fahre fort mit oder ohne Zwischenatem in die zweite Anhaltephase. Es ist der Wurzelverschluss wie beschrieben, der Unterbauch Uddiyana. Die Zunge spitz nach oben geben, das Kinn leicht erhaben, würde ich mal vorschlagen. Und mit dieser Vorstellung Prana aufsteigen lassen Richtung Kopf. So ein Gefühl von Weiten und Länge aller vier Halsseiten nach oben gezogen. Dann lass deine Nasennebenhöhlen weit werden, dein Kopf ausdehnen, expandieren, weiten. Okay, dann letzte Runde. 2 Minuten. Und beginne. Eine Minute 30. Sekunden. Fünfzehn. 3, 2, 1 und ausatmen. Nun fahre fort wie beschrieben. Erleben von Kapalabhati.
Momenten, wenn du dann das Bandha gelöst oder die Bandhas gelöst, ausgeatmet hast, atme zwischen, verweile mit der Aufmerksamkeit hinter deinem Augenbrauenzentrum. Und dann platziere deine Hände entsprechend in Vorbereitung für Anuloma Viloma. 5, 20, 10 und 6, 24, 12. Wenn das nicht dein Rhythmus ist, unbedingt ein anderer Rhythmus. Vor allem, wenn dir das zu lange erscheint. Viele hier im Raum haben sich zurechtgeruckt nochmal. Finde also in einen komfortablen Sitz zurück. Und die Hände wie entsprechend dann platzieren. Bitte füll die Lunge nochmal einatmen und wiederum ausatmen. Nun hebe die rechte Hand, verschließe rechts und atme links ein. Verschließen, halten, überprüfe bitte deine Haltung, deine äußere Ausrichtung. Was macht der Kopf? So einigermaßen gerade, die Schultern dann entspannt und der Ellenbogen tendiert zur Körpermitte. Rechts öffnen und ausatmen, die rechte Schulter wird weich. So genussvoll rechts einatmen, verschließen, halten, lege den Fokus bitte hinter dein Augenbrauenzentrum, Ajna Bija Om. 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 Wiederholen können. Links öffnen und ausatmen. Samanu-Konzentration, der Fokus nun zum Herzraum Anahata. Links Anahata einatmen. Verschließen, halten. Anahata, der Fokus hinter deinem Brustbein, Herzraum wahrnehmen. Luftelement, Bija Yam. Yam, Yam, Yam. Wiederholen. Rechts öffnen, ausatmen, mit Yam im Geiste mitschwingen lassen. Verweile, Anahata, rechts einatmen. Verschließen, halten, Yam wiederholen, Gefühl von Leichtigkeit. Gefühl von Hoffnung, von Freiraum. Nun links öffnen und ausatmen, entspanne mit der Ausatmung. Okay, Fokus hinter deinem Nabel bzw. Bauchraum, links einatmen. Verschließen, halten, Manipura Chakra, Feuerelement. Bitte wiederhole Bija Ram im Geiste. Ram, 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 wiederholen. Nun rechts öffnen und ausatmen mit Bija Ram im Geiste. Verweile Manipura. Rechts einatmen. Verschließen, den Atem halten. Feuerelement. Antrieb. Motivation. Durchsetzung. Umsetzung. Links öffnen und ausatmen. 6, 5, 4. Fokus, rechte obere Augenbraue.
längs einatmen. Verschließen, halten, rechte obere Augenbraue, Chandra Chakra. Wasserelement, wiederhole bitte Bija, Tam im Geiste. Tam, 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 wiederholen. Nun rechts öffnen und ausatmen mit Bija, Tam im Geiste, mitschwingen lassen. Verweile Chandra Chakra, rechts einatmen. Verschließen, den Atem halten. Wasser, fließend, klar, übergehend, transformierend. Neubeginn, links öffnen, ausatmen. Nun lege deinen Fokus auf deinen Dammbereich. Muladhara, links einatmen. Verschließen, halten. Muladhara, Erdelement. Wiederhole bitte Bija, Lam im Geiste. Lam, 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 wiederholen. Lam, Lam, Lam. Nun rechts öffnen und ausatmen, Schulter ganz weich. Okay, dann verweile Muladhara, rechts einatmen. Es ist was Nährendes auch, halten, Bija, Lam, Anbindung an die Quelle, an die Mutter, an die Urmutter, an die Ursache. Links öffnen und ausatmen. Dann lege bitte den Fokus zurück zum Anahata Chakra. Links Anahata einatmen. Verschließen, halten. Ein Sturm kommt auf. Ein Schneesturm. Und wirbelt Unreinheiten. Dinge aus dem Unterbewusstsein, die du nicht mehr benötigst, die du verarbeiten möchtest, auf. Yam, 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 rechts öffnen. Yam, 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 aufwirbeln lassen. Verweile Anahata, rechts einatmen. Verschließen, halten, Schneesturm, Schneegestöber. Und diese ganzen weißen Schneepartikel sind das, was du sichtbar gemacht hast, aufgewirbelt hast, das Übersteigen. Yam, yam, yam. Yam, yam, yam. Links öffnen. Yam, yam, yam. Yam, yam, yam. Fokus, Bauchraum, Manipura. Links Manipura einatmen. Verschließen, Atem halten. Eine Feuerstelle, ein Lagerfeuer, Licht ins Unbekannte gebracht. Ram, 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 rechts öffnen, ram, ram, kannst nun also dieses Sichtbare verbrennen, ram, was du nicht mehr benötigst. Verweile Manipura, rechts einatmen. Verschließen, halten, Feuer, Lava, Feuersbrunst, Ram, 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 verabschieden, wie bei so einer Homa, Ram, Ram, Ram. Links öffnen und ausatmen, langsam, 5, 4, Fokus, rechte obere Augenbraue. Links einatmen. Verschließen, halten. Rechte obere Augenbraue. Chandra Chakra. Was Kühles. Was Trostspendendes. Im Endeffekt gibt es dir Klarheit
und wäsch dich rein. Rechts öffnen, ausatmen. Tam, tam, tam. Verweile rechts oben. Rechts einatmen. Verschließen, halten. Stell dir vor, du schwebst irgendwo zwischen Erde und Mond. Schwerelos, angebunden. Übersicht, Übersicht haben. Links öffnen, ausatmen. Höhere Instanz, höhere Warte aus betrachten können. Fokus zurück, Anahata, links Anahata einatmen. Verschließen, halten. Entschuldige bitte. Lenke deinen Fokus zu deinem Dammbereich, Muladhara Chakra. Anbindung, Erdung. Etwas, was dich Festigkeit gibt, was dich nährt, deine Nadis Stabilität gibt. Nun rechts öffnen und ausatmen. Gerne an das Bija denken. Lam, lam, lam. Verweile, Muladhara, rechts einatmen. Verschließen, halten. Urvertrauen. Glaube, irgendwie auch Wissen. Links öffnen, ausatmen. Nun, jetzt zurück bitte zum Anahata Chakra. Links Anahata einatmen. Verschließen, halten. Chakratier, Antilope. Ist flexibel, ist leicht, wandelbar, frei. Auch irgendwie schön. Rechts öffnen und ausatmen. Nun lenke den Geist bitte zum Bauchraum Manipura. Rechts Manipura einatmen. Verschließen, halten. Intellekt. Man könnte sagen verkopft. Aber auch im positiven Sinne. Verkopft wie der dicke Kopf von einem Widder. Der hat Hörner. Der weiß sich durchzusetzen, zu artikulieren auch. Umsetzen können. Links öffnen, ausatmen. Dann der Fokus, rechte obere Augenbraue. Links einatmen, rechte obere Augenbraue. Verschließen, halten. Chandra Chakra mit Anbindung an einen Mond. Fließen. Der Mond scheint dich an. Erstrahlen. Fülle. Rechts öffnen, ausatmen. Nun der Fokus wiederum an die Quelle Muladhara Chakra. Rechts Muladhara einatmen. Verschließen, den Atem halten. Ein Elefant. Was hat er so für Qualitäten, Eigenschaften, Verbindungen mit deinem Elefant? Naja, Stabilität, Erdung, Ausdauer. Links öffnen, ausatmen. Jetzt lege bitte den Fokus auf die linke Körperhälfte, Ida Nadi, Prana von oben nach unten. Links einatmen, Prana von oben nach unten, linke Körperhälfte. Verschließen, halten, speichern, bündeln, Muladhara Chakra. Wenn du magst, mit Techniken, die vorhin beschrieben wurden, Ashwini Mudra, Energie von unten nach oben Richtung Kopf pumpen. Rechts öffnen, ausatmen, innerlich aufsteigen lassen, Shushumna bewusst Richtung Kopf. Dann Fokus rechts, Pingala Nadi, rechts einatmen, Prana von oben nach unten ziehen.
Verschließen, halten, innehalten, Muladhara, womöglich pumpen. Links öffnen, ausatmen und aufsteigen lassen Richtung Kopf. Nächste Runde, genau das gleiche, Fokus links. Links einatmen, Prana von oben nach unten lenken. Nun verschließen, innehalten an der Quelle. Rechts öffnen, aufsteigen lassen Richtung Kopf. 4, 3, 2. Fokus rechts, rechts einatmen, Prana von oben nach unten ziehen. Verschließen, halten, innerlich Shushumna bewusst machen. Rückenmarkskanalebene. Feiner Lotusstängel wächst empor. Links öffnen, ausatmen und hoch. Dann bleibe bitte mit der Aufmerksamkeit hinter deinem Augenbrauenzentrum, Ajna Chakra. Links einatmen, aufnehmen, Energie und Licht. Verschließen, halten, innerlich scheinen, von innen nach außen Licht werden. Rechts öffnen, ausatmen. Verweile hinter deinem Augenbrauenzentrum, Ajna. Rechts einatmen. Verschließen, halten. Bitte wiederhole Bija Om im Geiste. Om. 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 Wiederholen. Links öffnen, ausatmen, Bija Om im Geiste mitschwingen lassen. Letzte zwei Runden, Rhythmus erhöht, Fokus Kopfkrone. Links einatmen. Verschließen, halten, Kopfkrone Sasrara. Stell dir doch mal einen 1000-blättrigen Lotus vor. Ich weiß, es ist wahrscheinlich nicht möglich, aber versuch's doch mal. Rechts öffnen, ausatmen, 12 Sekunden jetzt, also lange Zeit, 7, 6, 5. Fokus, verweile, Sahasrara, rechts einatmen. Verschließen, halten, ein Om-Zeichen über deinem Kopf pendelt hin und her und vor, zurück, versprüht. Gold, gelben, weiß, Segnung, Gnade und Qualifikation. Links öffnen, ausatmen, angebunden sein, an nach oben. Letzte Runde. Links nun einatmen. Verschließen, halten, Kopfkrone, Scheitel öffnet sich. Bija, Om, Anbindung, Stille. Rechts öffnen, ausatmen. Zuletzt rechts einatmen.
Larynx öffnen, ausatmen. Falls der Arm oben sein sollte, bitte nun senken lassen und ins Fühlen gehen. Dann habt ihr nun die Möglichkeit, vor Bastrika nochmal euch zu bewegen. Ich würde empfehlen, das einfach kontrolliert zu machen und langsam. Okay, dann komme bitte zurück in einen für dich geeigneten Sitz, stabil, fest, bequem aufgerichtet. Für Bastrika, den Blasebalg, forciertes Ein- und Ausatmen. Forciert ein- und ausatmen. Ist also total simpel. Bitte füllt die Lunge nochmal einatmen und dann wiederum ausatmen. Für Bastrika atme nun ein, aus, 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 ein, aus. Ein aus, 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 ein ausatmen. Gleiche Aktion wie in der ersten Anhaltephase Kapalabhati. Ihr seid vorne geneigt, gestützt. Uddiyana, Agnisara oder Nauli. Wenn dein Signal zum Einatmen kommt, verschließe die linke Nase und atme rechts maximal ein. Dann setze unten Mula, vorne Uddiyana und Jalandharabandha. Kinn-Kehlverschluss, die Zunge gerne nach oben hinten in den Rachen. Diesmal drücke wirklich dein Kinn Richtung Brust. Das macht in dem Fall viel Sinn. Fokus Oberbauch, Solarplexus, Sonnengeflecht, Vereinigung von Prana und Apana. Wenn es dann, ich sag mal, pressiert, ist es das rechte Nasenloch schließen und links wiederum ausatmen. Und ich stelle fest, die meisten hier im Raum sind am gerade Ausatmen, am Innehalten, am Zwischenatmen. Ich leite dann ein in die zweite Runde. Nun, bitte füll die Lunge nochmal einatmen, schaff Raum und Länge und wiederum ausatmen. Nun für Bastrika atme ein. Aus, ein, 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 und ausatmen. Innehalten,
irgendwann rechts ein und viel später links aus. Dann fahre fort. Dann einige noch im Raum in der Anhaltephase. Bleibe bitte in der Anhaltephase. Womöglich gibt es die Option, später noch mit einzusteigen. 30 Sekunden individuelle Frequenz und Rhythmus. Ne? 30 Sekunden. Für Bastika beginne und los. Dreißig, ich wollte eigentlich 15 sagen, 4, 3, 2, 1 und ausatmen, innehalten und fortfahren wie angeleitet und beschrieben. Und wenn du dann in deiner Zeit links ausgeatmet hast, innehalten, Fokus hinter deinem Augenbrauenzentrum. Erhaben und weit. Das wäre eine gute Möglichkeit, um in die Konzentration einfach zu verweilen, womöglich in eine Meditation überzugehen. Oder auch wieder an Körperbewusstsein zu gewinnen. Das heißt, du könntest dir deine Sitzbeinhöcker bewusst machen, deine Auflage bewusst machen. Und in ein Viparita Karani Mudra gehen, in eine Umkehrhaltung. Ein unterstützter Schulterstand wäre möglich. Dann wäre dein Becken sozusagen in die Hände gekippt und die Knie hätten einen Winkel, die Unterschenkel wären senkrecht dann. Als ob du das Becken in den Händen tragen wolltest. Und dann würde die Zunge an den Gaumen gehen oder in den Rachen noch besser, in ein Khichdi.
Und mit jeder Einatmung über dein Manipura zu Vishuddhi und aus Richtung Bindu. Das ist ein Punkt am Hinterhaupt. Du kannst auch das Chandra Chakra nehmen. Also ich wiederhole nochmal. Ein Bauchraum hoch Richtung Vishuddhi und aus Bindu einen Punkt am Hinterhaupt oder Chandra Chakra. Das wäre günstig. Dann wünsche ich euch einen schönen, energiereichen Tag und auch hier viele Teilnehmer dann auch einen schönen Aufenthalt dann die nächsten Tage. Alles Gute euch.